rennt doch mal los und verbreitet den Glauben des Muddys. Ein bisschen mehr Lagerslots hier. Jetzt bin ich mal gespannt, also der... Die wollten ja jetzt hier was verkaufen, ne? Mein Winter. Okay, krass. Wo rennst denn du hin? Du sollst doch hier gleich verkaufen. Ein bisschen Gerste haben sie geklaut, ein bisschen Obstsaft, naja, ein bisschen Knochenstaub. Aber ein Kupferarmreif. Und vor allem dieser eine Glückstein hier, das im Verkauf. 2300. Boah, da würde ich sagen, das Ding verkaufen, das bringt schon mal ordentlich was. Und der Matti halt lässt sich immer noch von seinen Wunden heilen. Wer prügelt sich denn hier rum? Mach etwas Sinnvolles aus deinem Leben, hat mein Vater immer gesagt. Und nun, schaut mich doch an. Ja, ich schau dich an, du liegst auf dem Boden, lieber Finbar, mit deinen 15 Lenzen. Bist benommen und bewusstlos. So, da müsste doch mal... Oh, er hat's verkauft. Cool. Da können wir uns nämlich jetzt den nächsten Titel leisten. Euch glücklich. Dank eurer unermüdlichen Arbeit habt ihr einen neuen Titel erreicht. Wir sind jetzt Beisasse. Jemand hat euch gelobt. Zusätzlich erhaltet ihr die folgenden Privilegien. Euch sei hiermit gewährt, 4 Betriebe zu besitzen und führen zu dürfen. Wir dürfen außerdem eine Lagerscheune bauen. Wir dürfen Flöhe freilassen. Wir dürfen eine Beziehung ausnutzen. Wir dürfen Öffentlichkeitsarbeit machen. Und wir dürfen Amtsträger bestechen. Hey. Okay, dann würde ich mal sagen, bauen wir auch mal gleich, wenn wir das Geld haben. Blum. Den Prediger. Und was kostet das Gebäude dazu? Die Predigerhütte kostet 1060. Sollten wir eigentlich auch gleich haben. Erweiterung. Oh, schon alle beide. Wunderbar. Jemand hat euch gelobt. Theresa Bannermann hat uns gelobt. Wunderbar. Okay. Und schwuppdiwupp haben wir auch schon das Geld zusammen für die Predigerhütte. Was haben wir denn noch? Die Lagerscheune, die Totenkrypte haben wir schon. Das haben wir schon. Die Predigerhütte. Predigerhütte, der wahre Glaube. So, wo bauen wir die denn hin? Neben das Räuberlager. Oder hier oben. Da bauen wir sie. So. So, Geschwindigkeit ein kleines bisschen höher. Dim, dim. Jemand hat euch gelobt. Sehr schön. Jemand hat euch gelobt. Und sobald wir Bürger sind, würde ich sagen, gehen wir mit unserer Dynastie auch voll, voll in die Politik dann auch hinein. Wir haben jetzt eine Predigerhütte. Wunderbar. Die Predigerhütte, der wahre Glaube. Da würde ich mal sagen, stellen wir nochmal ein paar Arbeiter an. So, Arbeiter anstellen. Jo. Erweiterung. Vielleicht hier noch ein bisschen mehr. Ja, dafür jetzt Geld. Okay, wir dürfen jetzt hier machen. Im Dorf predigen und wir dürfen Gläubige im Dorf gewinnen. Und wenn wir das nächste haben, können wir einen Gottesdienst abhalten. Jo, dann rennt doch mal los und verbreitet den Glauben des Muddys.
So. Wo machst du? Schauen wir uns mal an, was sie damit machen können. Ah, steht auch schon einer. Um den kompletten Dorfplatz herum nur Leutchen, die irgendwo die Leute anquatschen. Und zwar komplett aus unseren gesamten Betrieben hier. Wahnsinn. Also wäre ich ja Händler, ich wäre schon komplett genervt. Komplett genervt. Was brauchen wir jetzt hier als nächstes? Im Bürger brauchen wir dann auch wieder 500 Einfluss und 3.500 Geldeinheiten. Würde ich sagen, machen wir erstmal Predigerstufe 2 noch mit rein. Zack. Dann können die nämlich hier auch Gottesdienste abhalten. Echt, was gibt es? Okay, da ist der Muddy, den... Na, dann lassen wir den mal hier einen Gottesdienst abhalten. Das Süße hier ist, ich habe noch gar keinen Glauben, aber ich kann predigen. Jemanden zu weltlichen Christen bekehren oder eine Kirche spenden. Okay. Jo, ja, bestätigen. Ich kann gerade nicht. Bam, bam, bam. Euer Ansehen ist gewachsen. Mit der Rufstatt aus eurer Dynastie bei den Bewohnern von Chamford in London ist nun freundschaftlich. Dies beeinflusst die Motivation der Angestellten in euren Betrieben in Chamford. Wunderbar. Bin beschäftigt. Matti, wie lange brauchst du noch nach Hause? Naja, gleich ein bisschen. Machen wir mal. Machen wir mal diese Geschichte. Oh. Macht die auch gerade hier? Ah, die beten. Ich würde sagen, die machen sie auch gerade einen Gottesdienst. Jemand hat euch gelobt. Jetzt, ich kann hier gerade unmöglich. Gottesdienst. Lasst die Glocken der Predigerhütte laut und deutlich schlagen, um eure Herde wahrer Gläubigen zum heiligen Gottesdienst zu rufen. Sie werden auf eure Predigt hören und eure Kollekte großzügig füllen. Hm. 80 haben wir von der bekommen. Geil. Da steht er dann, Maddy, und betet. Vom Totengräber zum Spielmann, zum Räuber, zum Prediger. Na, das ist doch mal eine Karriere, oder? Das ist doch mal eine Karriere. So, ich würde aber auf alle Fälle sagen, wir packen mal der Luciana. Selbstverständlich. Gut, sie wird erledigt. Die lassen wir mal wird er selbstverständlich zum Marktplatz schicken. Bist du gerade? Ich bin gerade beschäftigt. Oh, sind's du irgendwo? Die lassen wir mal zum Marktplatz flitzen und auch die Geraldine, genauso auch den Typen und auch den Typen. Die statten wir jetzt erstmal mit ein paar Waffen aus. Was machen wir nun? Ah, okay. Die ist schon da. Wunderbar. Die Geraldine ist eine Räuberin. Und da geben wir auf alle Fälle erstmal ein Messer. Ja, so ein schön Dolch. Angriffskraft plus 1 plus 15 Schaden. Ein Rapier macht schon mal deutlich mehr. Und ein Kurzschwert plus 4 Angriffskraft. Wiederum Pistole.
ein Plattenharnisch, ne? Das sind noch ein bisschen Fill. Aber da geben wir mal ein Schild und zusätzlich noch ein Rapier. Okay. Lucienda, du darfst deine Arbeit wieder aufnehmen. Okay. Rennt jetzt noch jemand von uns hier rum? Mitglieder anderer Dynastien. Hat euch gelobt. Hm, cool. Lucienda, wo bist du? Da. Ja, die hat da schon einen Plattenharnisch. Das heißt, wir werden hier mal gucken, dass wir der auf Elfel noch einen schönen. Vielleicht auch so ein Rapier oder so. Oder ein Kurzschwert. Ja, machen wir mal ein Kurzschwert. Hat plus 40 Schaden und das Rapier plus 25 Schaden. Okay. Achso, dann müssen wir das. Nein. Nein. Verkaufen. Dafür kriegst du ein Kurzschwert. Wunderbar. Und du darfst die Arbeit auch wieder aufnehmen. Da. Auf alle Fälle erstmal ein Schild und du bekommst ein Dolch. Dafür haben wir gerade das Geld nicht. Schade. Ah ne, es sind keine Dolche da. Ah, schade. Kriegsball. Ist auch geil. Kostet aber 500. So. Jemand hat euch gelobt. Lass mal die Geschwindigkeit mal ein bisschen weiterlaufen. Bis wir uns dann quasi auch hier mit denen noch so ein Kriegsball oder irgendwas hier noch irgendeine schöne Waffe leisten können. Geht's jetzt schon? Na, auch nicht. Hier noch ein paar Tater. Okay. Das darfst du auch gerne machen. Jetzt hast du wenigstens ein Schild und du hast auch ein Schild und eine schöne Waffe. Ich will Beute machen. Okay, den müssen wir unbedingt auch noch ausstatten. Was machen wir nun? Sie werden erst keine Spuren, wie beim letzten Mal. Gut, dann geben wir dir ein Schild. Okay. Jetzt sparen wir auch für den noch ganz schnell, dass wir den noch mit einer Waffe ausstatten können. Würde ich auch sagen, dass wir hier so einen Kriegsball machen. Schneesturm wütet im Land. Irgendwas haben wir verkauft, was gut Geld gebracht hat. Jo, bestätigen. Und du darfst wieder an die Arbeit. Wunderbar. So, seid ihr jetzt hier auch fleißig am Predigen? Das ist was. Dynastie und Leben. Ach, da ist die Funktion. Da würde ich doch einfach mal sagen, Gläubige gewinnen. Machen wir mal hier. Pum. Sicher. Ich will Beute machen. Bist du Wegelager? Nein. Beute? Bin beschäftigt. Was machen wir nun? Okay, die machen gerade Handlesen. Auch nicht schlecht. Bin gerade verhindert. Lucienda gurgelt gerade irgendwo in der Weltgeschichte rum. Ich bin beschäftigt. Und der Muddy, der steht irgendwo da und predigt. Lobpreiset dem Muddy! Mm-hmm.
So, was machst du? Du machst Musik, du machst Handlesen und du predigst immer noch. Können wir jetzt mit euch hier ein bisschen was machen? Ja, darfst dich mal bei deinen Nachbarn hier entschuldigen. So, der nächste Titel kostet da doch ein bisschen arg viel mehr. Das heißt, der Muddy wird jetzt eins machen, er wird jetzt immer mal zur Kirche rennen und dort bisschen Geld spenden, das geht schnell, bis wir die 500 Einflusspunkte zusammen haben. Ja, da kriegen wir wenigstens immer ungefähr so 44 Einfluss. Das heißt, wir werden hier immer sukzessive hier ein bisschen Geld irgendwo in die Kirche reinpumpen. So, jemanden zum weltlichen Glauben überreden. Können wir was machen? ja, dafür kannst du erstmal noch schnell einen Gottesdienst abhalten. Wir müssen eh noch Geld sammeln. Wir brauchen ungefähr knapp 3.500 Taler und 500 Einflusspunkte, um ein Bürger zu werden. Danach können wir auf alle Fälle auch unsere Amtsbewerbung machen. Wir können auch unsere Kinder zur Schule schicken. Wir könnten jemanden eskortieren, Fugknechte anspornen, einen Rechenschieber nutzen und auch einen Siegelring nutzen. Und wir können einen Betrieb mehr machen. Wunderbar. Weil dann würde ich nämlich schon fast vorschlagen, also entweder gehen wir dann in die Richtung hier, Schriftgelehrte. Oder wir gehen in die Richtung, dass wir sagen, wir machen das Thema hier mit dem Bader. Und zum Schluss quasi auch die Medizinschiene hier. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in diesem Let's Play. Auf alle Fälle versuche ich schon meinen Fokus hier ein bisschen drauf zu setzen, dass wir hier hauptsächlich die neueren Berufe jetzt quasi auch mit reinnehmen. Also quasi nicht Landwirtschaft oder Handwerk, sondern schon eher, sagen wir mal, die etwas, die komplett neuen. Die nicht so alltäglichen Berufe. So. Erweiterung, Produktion. Winter 1428. Alles in Ordnung. Mitternacht und alles ist in Ordnung. Bin ich immer trollig, wenn er das sagt. Oh, hinten rennt auch einer aus unserer Dynastie rum. Warum denn das? Was ist? Ach, das ist mein Fuhrknecht. Okay. Was willst du hier verkaufen? Eichenholzbretter. Krass. Bist du aber auf dem weiten Weg? Hier ist doch auch ein Marktplatz. Kannst du da verkaufen? Was hätte er noch drin? Ja. Ein Schrank. Ein Schrank wurde erbeutet. Ein Ausdauertrank. Lohmittel, okay. Und Verbände. Alter, der Schrank 600. Also das Räuberlager, also wenn sie hier wirklich mal ein bisschen erfolgreich sind, kriegen die echt richtig gute Sachen. Wahnsinn. So, stellen die auch endlich mal Schädel unten her. Ich bin gerade beschäftigt. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Ja. Bestätigen. Gleich mal noch ein bisschen Geld spenden an die Kirche. Jetzt haben wir schon 150 Einfluss ungefähr. Und wir brauchen ja ungefähr 500.
Alchemie. Dunkler Talisman. Ach, da bräuchte ich mir dann später auch schon noch Junker Magierstufe. Geil. Taschenspielerei. Schmugglerloch. Diebesunterschlupf. Zunfthaus der Diebe. Krass. Schattenkunst 1 kostet 15.000. Schattenkunst 2 kostet 35.000. Dann können wir jemanden entführen. Hui. Hui. Wahnsinn. So, Geschwindigkeit mal ein kleines bisschen höher. Dim, dim. Drei Uhr morgens und alles in Ordnung. Jemand hat euch gelobt. So. Im Dorf predigen. Ich auch. Habt ihr noch was Schönes gefunden? Jemand hat euch gelobt. Jemand mag euch nicht. Oh, der nimmt jetzt das Ding mit. Geil. Wer mag uns nicht? Warte mal. Muss mal ganz kurz gucken. Bei einem Krug Bier in einer Taverne unterhaltet ihr euch angeregt mit einem anderen Gast. Als ihr eine eurer Ausführung mit einer schwungvollen Armbewegung unterstreicht, schüttet ihr versehentlich Bier auf die Kleidung von Harold Everett. Trotz eurer ernst gemeinten Entschuldigung erntet ihr einen vernichteten Blick. Es braucht nicht viel, um sich vorzustellen, dass die gesamte Familie Everett euch dieses Versehen übel nehmen wird. Also sie nicht so happig haben. Kriegt halt ein kostenfreies Bier und fertig ist. Ich bin der Meister. Ja, das bist du wirklich. Ich eile. So, was machen jetzt eigentlich meine Kinder hier? Ich bin der Meister. Evelyn, hast du jetzt schon einen Beruf? Ich glaube nicht. Wird erledigt. Man redet gut über euch. Sehr schön. Oh, perfekt. Sehr schön, sehr schön. Dann möchte ich jetzt erstmal sagen, pumpen wir jetzt erstmal das Geld, was wir hier haben, so ein bisschen in die Kirche rein, um halt den Einfluss zu haben, damit wir schnellstmöglich auch Bürger werden. Ich bin gerade beschäftigt. Ich bin zur Stelle. Sicher. Jupp, bestätigen. Hier bin ich. 44, wunderbar. Was sind das? Öffentlichkeitsarbeit. Ah, cool. Amtsträger bestechen bringt 800 Dings Einfluss. Wahnsinn. Voraussetzung. Ein Bürgerhaus. Ja, das haben wir noch nicht. Das geht schnell. Jo. Ohne Fleiß. Maddie. Kein Preis. Ich eile. Ja. Na, nicht mal viel. Dann haben wir's. Also Spenden geht wirklich relativ schnell, um den Einfluss erstmal grundsätzlich ein bisschen zu steigern. Man braucht noch mehr als genug Geld. Sicher. So, die letzte Spende macht noch der Muddy, dann sollten wir es eigentlich haben. Genau, 540. Wunderbar. Ja. Evelyn, was machen wir denn mit dir? Mit Sicherheit nicht dieser Familie. Sie stoßen euch bei erstbester Gelegenheit den Dolch in den Rücken. Ja, machen wir ein bisschen Musik. Was ist was? Der Matti wird mal noch ein bisschen predigen. Eine Predigt abhalten, genau. Das geht schnell. Und unsere Räuber werden hoffentlich vielleicht noch irgendwas Wertvolles finden. Dass wir hier auch was machen können. Zum Gebäude und alles abladen. Ich will Beute machen. Was hast du denn gefunden? Kiefernholz. Und ein Eimer mit Wasser. Also ja nicht wirklich viel. Hm.
Tim, 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 tim. Meine Klinge ist gewetzt. Du, 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 du. Ich bin gerade verhindert. Machen wir die Spielgeschwindigkeit ein bisschen höher. So. Ah, okay, die Predigt ist vorbei. Ja. Dann kann er mal noch versuchen, ein paar Gläubige im Dorf zu gewinnen. Da stellt er sich einfach mal hier so an die Seite hin. Jawohl. Nehmen die anderen Prediger. Oh, hier ist noch der Kornel. Ich hab nichts gemacht. Hallo. Hallo. Du musst mal ein paar Ratten jagen. Was ist eine Seele? Ah, eine gute Frage. So, Windmühle, Predigerhütte, unser Bauernhaus, unser Totengräberkrypta. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass mit diesen neuen Berufe quasi, dass sie nur Gebäude haben, die quasi nur eine Stufe haben. Aber zumindest mit der Predigerhütte, da gibt es ja quasi noch so eine Stadtpredigerhütte. Und das werden wir dann auch definitiv versuchen auch zu bauen. Bräuchten wir dann nur quasi den nächsten Titel. Der jetzt auch schon in Reichweite ist, wir brauchen noch 5 Taler. Beziehungsweise wir haben es gerade erreicht. Titelbeanspruchung, Glückwunsch. Bürger. Ein unermüdlicher Tatendrang hat euch die Erlaubnis angebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch! Wir sind ein Bürger. Zusätzlich, wir dürfen 5 Betriebe besitzen, wir dürfen sogar ein Schergen ansetzen, wir dürfen Siegerringe nutzen, wir dürften Rechenschieber nutzen. Ja, anderen etwas vorlesen. Oh, cool. Und jemanden eskortieren. Sowie unsere Kinder zur Schule schicken. Kostet aber 5000, also ziemlich teuer. Und wir dürfen Amtsbewerbungen machen. Juhu! Juhu! Meister des Rechenschiebens? Plus 10 Gesundheit, okay. Ah, okay, da haben wir nicht genug Einfluss für. Aber wir sind jetzt endlich Bürger. Wunderbar. So, dürfen wir uns hier drauf bewerben? Bewerbungsgebühr 85 Einfluss. Okay. Da müssen wir der Kirche nochmal ein bisschen was spenden. Jemand hat euch gelobt. Ich bin zur Stelle. So, Kirche was spenden. Um quasi hier die ersten Punkte auch ein bisschen zu gestalten, sodass unsere Dynastie auch langsam fußfest in den in der Politik. Torwächter, Informant, Stadtdiener. Jetzt sag nicht, jetzt hat hier einer gefehlt. Ich bin der Meister. Mali, mach einmal was ordentlich hier. Ich will doch nur spenden. Wird erledigt. Ja, danke. So, Maddy. Bewirb dich bitte mal auf Stadtbewerber. Das geht gerade nicht, okay. Informant, bewerben. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Jo. Gut. Wunderbar. So, lieber Maddy, dann mach mal bitte eins. Du machst mal hier ein kleines bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Und stellst dich. Ich eile. Ja, obwohl, das bringt hier gerade noch relativ wenig, weil wir noch kein Bürgerhaus haben. Aber wir können uns unseren Erfolgen rühmen. Jawohl. Und stellen uns einfach mal hier hin. Oh. Ohne Fleiß kein Punkt. Evelyn, du hast einen neuen Punkt bekommen. Sehr schön. Dann kriegst du mal ein bisschen Charisma.
Und darfst jetzt an dieser Stelle auch... Was ist denn das? Puhknechte ansprechen. Ah, cool. Ja. Darfst ein bisschen Musik machen. Sicher. Dum, dum. Wo soll's hingehen? So, meine Lieben, ich sehe jetzt hier auch, dass wir knapp seit 3 Stunden noch aufnehmen. Mit einer kurzen Unterbrechung. Ich würde dann auch erstmal den Stream hier quasi hier an der Stelle auch beenden und bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, die Folgen werde ich auch ganz gemütlich als ein kleines Let's Play quasi so zusammenschnippeln, mit den ganzen, wo die ganzen Pausen dann quasi auch raus sind. Also dann könnt ihr euch sehr drauf freuen. Ansonsten wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag. Je nachdem, wann euch diesen Stream oder halt dann die Let's Plays an der Stelle halt nochmal angesehen habt. Und bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Falls es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und ich würde mich auch mega über Kommentare freuen. Also dann, lasst es euch gut gehen. Euer der Maddi. So, machen wir hier schon mal speichern. Klack. Speichern. Dann sagen wir auch mal bei YouTube. Stream beenden. Also dann, lasst es euch gut gehen.